Frank Siegmann für E-Learning Journal live von der LearnTech 2012 in Karlsruhe. Frank Siegmann für E-Learning Journal live von der LearnTech 2012 in Karlsruhe. Ja, wir sind hier am ersten Tag der LearnTech, der 20. Ausgabe. Und hier sehen Sie, wie viel Geschichte dahinter steckt. Eine Ausstellung der ersten Tage der Computer. Ja, und die LearnTech ist ja auch erfunden worden gleich nach der Erfindung des Computers. Und 20 Jahre später gibt es immer noch sehr, sehr viel zu berichten. Jetzt wollen wir unserer Clipreihe uns doch mal mit den immer wichtig werdenderen Thema des didaktischen Mehrwerts der Einbeziehung digitaler Medien beschäftigen. Und dazu haben wir auch einen ganz spannenden, kompetenten Gesprächspartner gefunden. Hier geht es um Bildungsberatung. Nomen ist oben und so ist auch gleich die Firmenbezeichnung. Mein Gesprächspartner ist Herr Becker. Folgen Sie mir. Ja, jetzt sind wir hier am Stand von Thiel Becker & Co. Bildungsberatung und wir wollen mal wissen, was dahinter steckt und mal einiges Neues lernen. Schönen guten Tag, Herr Becker. Guten Tag, Herr Siegmann. Herr Becker, wir sind ja hier auf der LearnTech, auf der 20. Durchführung dieser Veranstaltung. Eine ganze Menge Geschichte liegt hinter uns, aber auch viel Spannendes liegt vor uns. Wenn Sie uns einmal erklären können, wofür steht Thiel Becker & Co. Bildungsberatung? Ja, die Bildungsberatung steht für die Beratung von Firmen oder Unternehmen, die Bildung einsetzen, Bildung produzieren und wie sie digitale Medien sinnvoll didaktisch einsetzen können. Ist das jetzt limitiert an Zielgruppen? Wir haben ja ganz große unterschiedliche Zielgruppen, Schule, Hochschule, Unternehmen, Organisationen. Es ist nicht ein unbedingter Fokus auf eine Zielgruppe gelegt. Natürlich sind jüngere Leute immer ein dankbarer Fokus für neue Medien, digitale Medien, weil es halt ihre Lebenswirklichkeit ist. Aber inzwischen sind auch die jungen Leute, die Medien nutzen, relativ alt geworden. Grundsätzlich hat die Bildungsberatung aber einen Schwerpunkt im Bereich der beruflichen Bildung, was aber natürlich nicht heißt, dass nicht Schulen letztendlich, Übergang Schule, Beruf, auch relevant sind für das Thema berufliche Bildung, genauso wie Hochschulen natürlich auch letztendlich auf einen Beruf vorbereiten sollen. Bevor wir da in das Thema tiefer einsteigen, würde ich gerne, um das noch etwas plastischer zu machen für unsere Zuschauer, anhand eines Referenzprojektes einmal zu vergegenwärtigen. Gibt es irgendein Projekt, von dem Sie auch reden dürfen? Wir wissen, manchmal ist das ja auch so ein bisschen erstmal eine Geheimsache für Unternehmen. Nee, wir wollen noch nicht, dass unsere Mitbewerber wissen, wie gut wir das alles schon lösen. Gibt es etwas, was Sie uns als Referenzprojekt nennen dürfen? Ja, zurzeit haben wir ein neues EU-Projekt gestartet, wo es um den Transfer von digitalen Lernmodulen in andere Länder geht. Bei dem Projekt ist jetzt Österreich, Ungarn und Italien beteiligt. Ist also ganz spannend, auch sprachlich mal irgendwo etwas weiter. Österreich natürlich einfach, aber letztendlich gerade das Ungarische ist natürlich spannend, irgendwo ein ganz anderer Sprachraum, auch noch ein ganz anderer kultureller Hintergrund. Und hier geht es um das Thema Ernährungsbildung erstmal. Letztendlich wirklich ein relativ trockenes Thema. Es wird zwar in vielen Ländern viel darüber geredet. Man liest, denke ich, alle 2-3 Wochen in der Zeitung, dieses Land oder jenes Land ist jetzt wieder das dickste in der EU oder wir haben ein Problem, die Kinder werden zu dick. Und Ernährungsbildung ist nun wirklich abstrakt, gerade bei jungen Leuten, weil relevant wird es vielleicht erst in 20 Jahren. Und wie kann ich sie jetzt begeistern, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen? Und da kommen die digitalen Medien ins Spiel. Also digitale Medien werden von Jugendlichen gerne genutzt. Ernährungsbildung mit irgendwelchen langen Listen von Nährwerten wird nicht so gerne genutzt. Wenn ich jetzt aber irgendwo Ernährung mit Videos verknüpfe, sage, okay, auf YouTube, da macht es euch doch Spaß, da macht ihr gerne Videos, machen wir doch mal Kochvideos. Kochshows gibt es auch ganz viele im Fernsehen, wir machen unsere eigene Kochshow. Wir streuen aber halt relevante, authentische Inhalte ein. Wenn ich ein Rezept erstelle, muss ich wirklich Nährwerte dazu geben. Das ist halt in dem Formular zum Hochladen notwendig. Und plötzlich wird mir klar, okay, ich habe ein Gericht gemacht, ich habe mich mit Nährwerten beschäftigt. Was sind Nährwerte, was machen diese? Produziere dann für meinen Spaß mehr oder weniger das Video dazu, zeige es anderen, ich tausche mich darüber aus und bin irgendwo im Thema Ernährung drin, ohne wirklich bewusst gesagt zu haben, wir machen jetzt Ernährung. Ja. Das ist also ein Bereich. Lassen Sie uns von den Nährwerten zu den Mehrwerten kommen. Welchen Mehrwert kann ich generieren, wenn ich digitale Medien in den Bildungsprozess einsetze? Der Mehrwert letztendlich ganz auf einen Nenner gebracht, es macht Spaß. Warum nutzen Jugendliche oder
auch man selbst, auch wenn man vielleicht nicht mehr ganz so jugendlich ist, digitale Medien. Es macht einfach irgendwo Spaß. Ich habe Multimedialität, ich kann mir einen Film irgendwo zu angucken, ich kann eine Datenbank abfragen, ohne halt irgendwo im Lexikon oder sonst wo gucken zu müssen. Ich kriege schnell Informationen, ich kann mich mit anderen sehr leicht austauschen in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Und wenn dieses Thema irgendwo gesetzt ist, dann wird so eine Diskussion auch zielführender. Und letztendlich, die Nutzung macht tatsächlich noch mehr Spaß. Ich kann anderen was zeigen. Die meisten Leute zeigen ja gerne, was sie gemacht haben. Und hier kriege ich zum Beispiel in der Ernährung die Möglichkeit, ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt und ernähre mich so und so. Ich zeige es anderen, tausche mich mit anderen aus, kann andere beraten. Es funktioniert in vielen Themen natürlich schon in Foren, die sich frei zusammengefunden haben. Aber solche Lerninhalte kann ich natürlich dann auch gesteuert in eine Richtung machen. Wir leben ja jetzt in der 20. LearnTech fast überraschend in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Faktors. Jetzt ist es angekommen in den Köpfen, wenn ich mich auf Tagungen und Kongressen aufhalte, die halt primär sich mit Weiterbildung beschäftigen und mit E-Learning dann eher vielleicht am Rande. Dann bin ich doch immer wieder überrascht, wie wenig die Kenntnis einer Wahlmöglichkeit da ist, digitale Medien in den Bildungsprozess einzubeziehen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe oder ich bin jetzt der Beauftragte für Weiterbildung und mein Leidensdruck ist jetzt hoch genug, wie sollte ich eigentlich entscheiden unter den vielen Möglichkeiten, den vielen methodischen Möglichkeiten des Einsatzes digitaler Medien, was für mich das Richtige wäre? Sie hatten ja angesprochen, YouTube könnte es vielleicht sein, aber es gibt ja sehr, sehr viele Methodenmixe, die eingesetzt werden könnten. Also das Einfachste, sich zu entscheiden, ist natürlich, uns zu beauftragen, mit uns darüber zu sprechen. Aber grundsätzlich natürlich muss ich mir erstmal Gedanken machen, wirklich, was will ich? Neue Medien sind nicht Selbstzweck. Wenn man sich viele Anwendungen anguckt, sind sie noch Selbstzweck. Aber ich habe ganz klassisch, wie schon immer im Bereich der Didaktik, ein Lernziel. Das muss ich definieren. Welches Lernziel will ich erreichen? Dann muss ich gucken, wo ist meine Zielgruppe? Muss ich jetzt in einem Computerkurs jedem immer noch erzählen, dass man den Rechner erst anmacht und das Programm startet und ein Dateimanager zeigt, wo die Datei ist? Nein, ich brauche es nicht. Sie sind irgendwo auf einem anderen Level. Einmal fachlich, was solche neue Medien angeht, aber natürlich auch medial. Wenn ich mir jetzt Jugendliche einfach wirklich angucke, wie sie mit Handys umgehen, wie sie mit Handys auch wirklich soziale Netze schaffen, sich austauschen. Sie können sich mit jemandem unterhalten, trotzdem wird nebenbei noch eine SMS zu jemand Drittem geschrieben und in die Kommunikation mit eingebunden. Sowas kann ich natürlich sehr gut nutzen. Wenn ich sage, meine Zielgruppe steht da, dann sollte ich irgendwo ein mobiles Medium einsetzen, dann sollte ich aufs Handy gehen. Oder wie gesagt, letztendlich Facebook ist halt ein Thema, geht sehr weit und nah, ist nicht unbedingt klar, muss man da jetzt sein oder wie ist es. Wenn meine Zielgruppe es aber nutzt und es Sinn macht, da präsent zu sein, dann sollte ich dieses tun. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, praktisch in die Wirklichkeit rein, in die 20. LearnTech, ein Jubiläum, was man ja nicht alle Tage feiern kann. Was für Erinnerungen haben Sie an die frühen Tage der LearnTech? Wie lange begleiten Sie dieses Veranstaltungsformat? Also ich denke als Besucher schon 10 Jahre jetzt. 3-mal insgesamt habe ich ausgestellt, auch in verschiedenen Kontexten. Die erste Ausstellung, da war es noch in der Stadtmitte, die LearnTech. Das war, Die Hallen dann noch Schwarzwaldhalle. Genau, das war irgendwie noch regionaler, der Bezug. Auch immer ganz schön, regionale Produkte kommen inzwischen ja auch wieder mehr an, aber gut. War halt irgendwo mehr in die Stadt integriert. Irgendwo durch die vielen Hallen war es eine andere Atmosphäre. Es war irgendwo noch, da war man zusammen. Das E-Learning kam wirklich auch auf. Es war irgendwo spannend, es kam was Neues. Dann kam aber irgendwo, ich denke mal so vor 4 Jahren, gefühlt ein gewisser Niedergang. Es war nicht mehr ganz klar, was wird denn jetzt gezeigt, wofür steht denn die LearnTech jetzt, was kommt da, was ist das Programm. Und letztendlich finde ich, seit letztem Jahr hat sich tatsächlich auch, ich sag mal, durch das neue Konzept, durch die neue Messeleitung irgendwo wieder ein Wandel ergeben. Es ist plötzlich die Struktur war klar, allein schon wie für den Kongress die Themen ausgewählt werden. Es gibt ein Call for Paper, das wusste jeder. Früher war es, wenn man Glück hatte, wurde man gewählt oder wie auch immer. Da gab es einen Recall. Genau, so ein bisschen. Und jetzt auch, letztes Jahr habe ich wirklich gesagt, jetzt ist mir klar, ich gehe über die Messe und sage, ah ja, die bieten dieses oder jenes an, die wollen das Thema bearbeiten, die bieten mir dafür ein Thema an. Es ist irgendwo klar, es mag eine Sache der LearnTech in der Struktur sein, vielleicht aber auch letztendlich irgendwo eine Reifung des Themas E-Learning, dass irgendwo sich ganz klare Handlungsfelder herauskristallisieren. Früher machte jeder alles und jedes und inzwischen gibt es halt den LMS-Anbieter und der macht einen LMS und dann gibt es einen Content-Anbieter und dann gibt es einen Serious-Games-Anbieter und so weiter. Also es wird irgendwo klarer, wer macht was, wen kann ich fragen, was er macht oder beauftragen.
Also in den frühen Tagen der LearnTech, als der große E-Learning-Hype erwartet wurde, dann war es ja jedes Jahr immer die Frage, was sind die großen Trendthemen, was revolutioniert den Markt neu. Ich habe den Eindruck, dass es mittlerweile mehr so ist, dass Kenner mit Kennern sprechen. Haben Sie auch so diesen Eindruck oder gibt es noch sehr viele, die sagen, endlich bin ich jetzt ins Auge des Taifuns vorgedrungen und jetzt hole ich mir eine Druckbetankung? Es ist vielschichtig. Es gibt sicherlich immer noch die Leute, die relativ unbedarft kommen. Klar, die kennen irgendwo E-Learning, machen wir auch, aber das ist halt so CBT-WBT-Kurse, dann ist das irgendwo auch stehen geblieben, das Thema. Also Web-Based-Training und Computer-Based-Training? Genau, richtig. Da endet es dann irgendwo. Aber natürlich gibt es auch letztendlich die Experten, die irgendwo schon wissen, okay, jetzt gibt es eigentlich eine neue Richtung. Im Moment ist natürlich das App ganz in. Apps gibt es überall, alles wird App, natürlich auch die Bildung. Es ist zwar irgendwo noch nicht unbedingt klar, auch wenn man hier guckt, was man jetzt mit App im didaktischen Sinne macht, aber Leute fragen schon nach neuen Technologien gezielt, wie kann ich die für Bildung einsetzen, wie kann ich die nutzen, auch aus dem Bewusstsein heraus natürlich, dass ihre Zielgruppe oder ihre neue Zielgruppe, die sie jetzt nutzt oder Thema Fachkräfte, mal natürlich, ich brauche junge Leute nutzen Apps, also sollte ich sie vielleicht irgendwo auch über Apps ansprechen. Wo wir gerade den Fachmann hier vor dem Mikrofon haben zum Thema Bildungsberatung, was sind Ihre Erwartungen, wenn wir jetzt mal 5 bis 10 Jahre, ist ja sehr weit für die schnelllebige Zeit, nach vorne schauen, wird halt für die Digital Natives Learning Community das hauptsächlich Stichwort sein, dass Lernen informell überall immer für mich digital da ist, oder welche große Erwartungen haben Sie an die nächsten Jahre? Also ich denke, das App-Thema wird uns weiter verfolgen. Vielleicht nicht mehr als App, wie immer man es nennt, aber irgendwo anywhere, anytime, any me, any media. Jederzeit ist Information da verfügbar, wo ich sie brauche. Auch nicht mehr im Sinne von klassischen Kursen, die ich durcharbeite, am Ende eine Prüfung machen, sondern wenn ich in den beruflichen Bereich gehe, ich habe eine Arbeitsaufgabe, ich habe einen Mangel an Wissen, einen Qualifikationsmangel, was ich auch selber feststelle. Ich habe die Information. Entweder sie ist schon bereitgestellt, da das System weiß, an welchem Prozessschritt in meiner Arbeit ich bin, oder ich kann sehr einfach und schnell darauf zugreifen oder mit Experten in Kontakt treten, die nicht mehr Experten irgendwo in einem Backoffice sein müssen. Der Experte ist meistens nämlich der Kollege, der dieses Ding schon jahrelang macht, diesen Prozess. Also es wird erheblich fein strukturierter werden, also irgendwo so Lernbits werden irgendwo sein, denke ich, und diese werden halt in jedem Medium, wo ich gerade bin, verfügbar sein. Wenn ich am Rechner sitze, werden sie da verfügbar sein. Wenn ich aber unterwegs bin, werden sie halt auf einem mobilen Endgerät oder wie immer das Ding dann auch aussieht in 5 Jahren erreichbar oder da sein. Ja, super. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Becker, dass Sie sich die Zeit genommen haben und viel Erfolg. Wir sehen, die Hallen werden ja langsam voller. Viel Erfolg mit der LearnTech, die 20. Ausgabe. Ja, meine Damen und Herren, wir haben wieder viel gelernt, viel gehört, einiges auch dazugelernt. Wir werden weiter auf unserer Rundreise jetzt Stimmen einfangen und eben hier auf der LearnTech die wichtigen Stichworte diskutieren. Bleiben Sie dran, folgen Sie uns. Frank Siebmann für E-Learning Journal live von der LearnTech 2012 in Karlsruhe.